Drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren. Hab ich gemacht. Cloudpunk. Ja, und damit willkommen zu diesen Angedaddelt. Ein Spiel, von dem ich noch gar nicht weiß, was es genau ist. Ich habe halt nur bisher die Steam-Beschreibung gesehen und habe da gesehen so irgendwas von wegen futuristische Cyberstadt und wir sind letztendlich halt ein Lieferdienst. Und wir sollen keine Lieferung verpassen und nicht fragen, was im Paketen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal ganz kurz in die Steuerung. Hier Optionen. Aha. Musik. Ist vielleicht ein bisschen laut. Ich glaube, das ist dann so okay. So, dann starten wir einfach mal ein neues Spiel und gucken mal, was uns erwartet. Eine Ladeschnecke. Eine futuristische Ladeschnecke aus Würfeln. Yeah. Mir gefällt die Musik. Die hat was. Ich mag ja auch so Synthwave-Kram und so. So. Entdeckt Little China. Ich habe keine Ahnung. Wie man fährt. LT bremsen, RT beschleunigen. Aufsteigen, absteigen. Okay. Ah, okay. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Control, come in. This is... Wait, is this channel receiving me? Driver 14FC, this is Control. We read you. Is that you, Carmine? No, my name is Rania. You're the new kid. I'm the new driver, yeah. Who is Carmine? He was driver 14FB. What happened to him? He retired last month. Good for him. Not really. He was in the big Sector 6 crash last week. Lots of people got retired. Don't worry, you won't be flying. Oops. That section for hours yet. Ich wollte einfach nur mal knapp ausdrücken. Where do I go now? Well, how are you handling your Hava? Okay, I guess. I read your references. You're a good driver, but navigating a Hava around Novalis isn't like driving your flat country roads back home. Now, this city goes down 100 miles and up 1,000. Remember, you're not driving an old internal combustion engine. You'll need to engage your vertical repulsors or find one of the car lifts. Fly to headquarters. I'll give you more instructions when you arrive. Thanks, Control. Okay. One more thing, 14FC. Welcome to Cloudpunk. Dann mal auf ins Hauptquartier. Das wird bestimmt super. Finde ich ja nett, dass man mir erstmal die Steuerung überlassen hat, so nach dem Motto, oh, fahr mal ein bisschen. Hier muss ich irgendwo raus. Was ist das? Gangmitglied. Ich bin eine gute Fahrerin. So sieht's aus. Da soll ich jetzt rein? Okay. Eingepackt? Bin ich hier richtig? Ich hab keine Ahnung. Aua. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Finde einen Platz zum Parken. So richtig runter kann ich halt nicht. Ups. Kann ich hier irgendwie aussteigen? Nee, das war immer noch die Taste, okay. Das ist Inventar. Ich habe eine blaue Blume. Eine getrocknete Blume von der östlichen Halbinsel. Ich habe sie damals zu Hause als Lesezeichen benutzt, aber ich lese kaum noch. Ich sollte sie wegwerfen, aber wenn ich daran denke, dass sie hier in Nivalis in einen Mülleimer wandert, kommt es mir falsch vor. Und ich kann sie nicht hergeben. Und eine Flöte.
Meine alte Flöte, die will ich jetzt nicht. Okay, dann halt nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass wir da hinten parken sollen. Ach so, haha, ist ja auch ausgeschildert. Parkplatz, haha. Fahrzeug parken. Cloudpunk. Bin da, wenn auch. Was soll ich da rein, ja? Ladung nehmen. Okay. 14 FC, this is going to the Marrow. Where's that? Pretty low in the city superstructure. I'll give you a waypoint on your navcom to help you find it. Be careful down there. It's busy, and it's a maze. Not exactly the rich part of town. The kind of place where you wipe your feet on the way out. Okay. Carmenus was a great driver. He got big boots to fill. He flew delivery for over 10 years, you know? How about the driver before him? 14 FA? Lasted one night. Most drivers only last one night. They quit the job? One way or another, yeah. You seem like a nice kid, 14 FC. I hope you make it. Don't get lost down there in the Marrow. I'll try. What's in the package? Two rules, kid. Don't miss a delivery, and don't ask what's in the package. Everything else is just guidelines. Okay. Ja, was mir aufgefallen ist bisher, ne? Die Leute werden wahrscheinlich halt benannt nach Zahlen und Buchstaben, das nach dem, ja, nach dem typischen Bit-System, sag ich mal, ne? Zahlen 0 bis 9 und Buchstaben A bis F. Gehe ich mal von aus. Mal gucken. Hat bestimmt einen Hintergrund. Jedenfalls scheint das ganze Ding tatsächlich auch irgendwie Story und wahrscheinlich gibt es nachher noch einen Twist in dem Ganzen. Und ich gehe mal davon aus. Ups. I think I know how they work, Control. You do? They go up, and also down, right? Yeah, that's about it. You know why? No. It's about vert ceilings. Not those again. Say again, 14 FC. Sorry, just making a kinda joke. Go ahead, Control. Hoppas are tuned to a vertical field frequency, based on the layer of the city they're in. That field locks you to a maximum and minimum altitude. That's why you need the ascenters. They take you up or down a layer, and as they carry you, they reset your Hoppas field frequency. They reset the vertical ceiling and floor. But Hoppas fly just fine outside Novalis without vert fields. That's true. Your Hava will fly fine in areas without the fields. Even in old ruined parts of the city that are off the grid. But the grid... Okay, das hab ich befürchtet. Er kann nicht zu Ende reden, wenn ich durchfliege. Hm. Jedenfalls glaube ich halt, ne, die Leute sind nicht freiwillig. Together in the city. Okay. Tracks you, gives you access to the nets, the comm, the mapping systems, the reserve power if your engine stalls. And it stops us just flying straight up to the spire, too, right? That's right, kid. The CEOs don't want you flying up and looking in their windows. They prefer their privacy. I guess we don't get many jobs up there anyway. You might be surprised, kid. Okay. So. Jetzt dürfen wir wieder einen Parkplatz suchen, da vorne. Hallo, ich brauche einen Parkplatz. So, dann überbringen wir mal das Paket. Wer oder was bist du denn hier? Trixie Dio. Did you try the Okonomiyaki? Nee. Isn't that a pancake? Right, with fish flakes. Oh, it's to die for. I wouldn't trust the fish flakes here in Novalis. Would you like to appear on my food review channel? It's on all the nets.
We're looking for people to react to different stimuli. Can you pretend to be sick on cam? What? No. There's a free meal in it for you. Or would you pretend to be really annoyed? Our viewers love that. I am annoyed. That's perfect. Yeah, okay. Da vorne haben wir Händler. Ich weiß noch nicht, wieso, weshalb, warum. Hey, Händler, Händler, bleib doch mal stehen, Händler, hey. What you looking for? Whatever it is, I got it. Nur Schokoriegel, Sodadose, Wasser und Energy Drink. Ich kann mir sogar was leisten. Ich nehme mal einen Schokoriegel. Keine Kekse. Komm, ich nehme mal jedes. Wir haben ja ein bisschen was. Thanks. Ich weiß noch nicht, wozu wir es alles brauchen, aber hey. Gut. Haben wir ein Zeitlimit, in dem wir halt das Paket abgeben sollen, oder können wir jetzt hier erstmal gucken? Kamera kann ich hier an der Stelle auch nicht drehen. Ja, bevor wir da abgeben, gehe ich hier erstmal gucken. Ein Ingenieur. Und der Kellner. Guten Tag. Hey, nice to meet you, lady. What do you need? Einfach vegane Ramen oder so, oder thanks nichts davon. Y'all come back. You hear? Mhm. Okay. Ingenieur, guten Tag. Hey, you. I need to ask you a question. I'm busy. I just need a minute. I'm a structural engineer, and I'm trying to make sure we don't have another disaster like in Sector 18. You're not too busy to help prevent that, are you? I don't know how I can help you. I just make deliveries. You're driving all the time? You see a lot of the city? This is actually my first night on the job. Ah, still, you've probably seen a lot already. Sure. It seems like the city is falling apart. Can't you guys do anything? And we're trying. The whole infrastructure is plasteel built on top of concrete. Held together with ancient rivets and materials we don't even have names for anymore. The computer systems are so ancient, they've gone senile. No one knows how everything is still working or how to know when it stops working. The city is held together with duct tape and hopes and dreams. How did things get so bad? It's always been like this. These disasters have been a long time coming. Can't you fix it? Fix what? The accidents, the city. You have no idea. The engineers are powerless now. With my colleagues, it's all superstition and ritual. They talk with AIs that stopped talking back 1,000 years ago. They press buttons and switches that could make everything better or worse. Or they might do nothing at all. They're like monkeys trying to operate a satellite array with a broken computer terminal. I'm the last real engineer. The only scientist among them all. So how am I supposed to help? Well, if you see any street signs blink 3 times and then turn red, come tell me, okay? Sure. What does that mean, though? Probably nothing. But if you see them flash blue, well, that means trouble. So get out of there. Blue? You said red the first time. Oh, yeah. Blue or red. Either one. What about other colors? No. Blue or red is bad. Anything else means there's no problems. Unless it's green or orange. And if they turn purple, well, that doesn't really matter. Why not? If they turn purple, well, it's too late for you to do anything anyway. Okay. Das ist eine ganz komische Stadt mit ganz komischen Leuten. Ich merke das schon. So, was haben wir hier hinten? Da ist doch hier irgendwas auf meinem Radar hier. Ich weiß noch nicht, was es genau halt symbolisieren soll. Na gut, geben wir erstmal das Paket ab. Hier, bitteschön. Oh, thank God. This will change everything. Where do I sign? Right here, Mr. Carver.
da hinten alles auseinanderfällt. Please, call me Irwin. It's from my parents. They died, you know. Cora only knows what caused the crash. I'm sure they saved their whole life to give this to me. I thought it would be in cash. Limbs. But my neighbor said they'd probably leave me pressed gold. That way, you don't pay so much city tax on the transfers. Can I take that now? Sure, here you go. Who is Cora? It's just an expression. You want to see what's inside? I can maybe give you a tip if it's limbs. Not every day you see someone become rich in front of your eyes, right? Just think. I can finally get the eye surgery I need. Two augments. No expense spared. I can hardly read the holocrons these days. It's all just a blur. Let's see. Just rip here and... Oh. What is it? Gold? It's... old toys. My ship models. The R7 ICBM. And Sputnik. The NASA shuttles? The UN Interplanetary 101? Why did they send these? It must be some kind of code. There's a note, right? Yeah, let's see. Dear Irwin, we know these toys were important to you at one time. We need to sell the apartment, but your father has a scheme. It seems risky, but if all goes well, this will arrive just before we land at the colonies. We're going to the stars, just like we always dreamed. I know it's hard out there, but if we keep our heads down, we can start sending you money for the operations. More than enough money. Just hold on, honey. Everything's going to be okay. Sorry. I should go. Yeah. Yeah, I guess so. Okay. Eine kaputte Stadt mit kaputten Problemen. All dies glühende Neon. Job, kid. I looked into your profile. It says you came from the Eastern Peninsula. Heard it's nice there. What made you want to come slumming with us in Nivalis? It's the biggest city in the world. I wanted to make an impression. It's not easy to break out in Nivalis, kid. Making it here is like trying to paint on the surface of a river. The current of people and ideas and the crowds, they wash everything away. I'll make it. Sure you will, kid. Just try making it through tonight first. We need you to head up to the Mercantile District. You're moving up in the world. What's the job? Same as always. Take a package from A to B without too many questions. A is a warehouse. B is a penthouse. Transmitting nav points now. And remember, don't let them look down on you, kid. The merchants are as far from the clouds as they are from the gutter. Okay, Control. On my way. Okay. Ja, und nebenbei halt irgendwie Augen offen halten bei irgendwelchen Straßenschildern. Naja, es kann ja lustig werden. Load Hova AI. Ups. Load Assistant. Load Computer. Helper. Do you want to activate the generic automata? Yes, that's the one. Automata now available in generic limited mode. How can I help you today, sir? Not sir. My name is Rania. How can I help you today, Mr. Rania? I'm not a mister. Update my profile, please. Profile changes are locked in the trial generic automata. Would you like to upgrade? Sie redet ja gleich weiter. Bitte warten. Bis dahin, Hüte festhalten und weitergucken. Und diese tolle Ladeschnecke, die Punkte zählen. My limited offer, monthly subscription, premium mode. Now, just how much to replace you with an existing AI? Do you have a hard copy of the AI on storage media? I do. Then the transfer cost to unlock the automata is 1,500 limbs, sir. How would you like to pay?
Direct transfer. Please insert storage media. Transfer in process. Automata personality Camus will be activated in approximately 20 minutes. Would you like to deactivate the generic automata personality now? Yes. Deactivating. Please enjoy your new automata. Tschüss, Good Geld. Day, Mr. Rania. Ja, mal gut, dass ich nicht allzu viel Zeug gekauft habe. Ich hätte mir jetzt diese tolle Überweisung nicht leisten können. Ist das hier die Putzelei, ja? Die mit der Zahl auf dem Kopf. Was bedeutet die Zahl? Ich hab keine Ahnung. Ich fahre jetzt hier auch tatsächlich einfach auch mal rum. Zum einen wegen Straßenschildern. Zum einen, weil ich mir dachte so, ja, es gibt bestimmt auch einen normalen Straßenweg nach dahin, wo ich hin muss. Halt, da muss ich irgendwo abbiegen. Ups. Das war so geplant. Ey, ich hatte Vorfahrt. Okay, eigentlich nicht. Eigentlich stehe ich hier voll im Gegenverkehr, aber hey. So. Putzelei, Putzelei. Junge Kai. Dahin muss ich. Was ist denn hier hinten? Verkäufer und ein Dealer. Hallo, Dealer. Hey. You from the East, lady? You're good, but no corpsec. Got it? Juice. Ein goldbraunes Hoch mit einem gleichmäßigen Abgang. Jeder weiß, dass Juice ein legales Stimulanz war, bis die Drogenfirma ihr Schmiergeld nicht an Corpsec gezahlt hat. Und Stimulanzien. Die Stimulation von Gehirn und Muskelgewebe gibt dir einen zusätzlichen Kick. Komm, kaufen wir. Wann kauft man sich sonst hier Drogen? You folks from the East are good with me, but no sec. Okay. Hallo Verkäufer. Hey, nice to meet you, lady. What do you need? Bist du nicht der Kellner? Thanks for this. Y'all come back. You hear? Lass mir mal so stehen. Was mich jetzt hier noch wundert, wo war denn hier die Karte? Das war das Inventar. Konnte ich hier nicht die Karte öffnen? Nein? Mich wundert halt, was das hier für andere Symbole da noch sind, ne? Achso, du bist der. Ups. Thanks. Oh. Noch mehr Drogen gekauft. Yay. Ich werde auflegen. Ja, ja, ja. Hallo Lagermitarbeiter. You the delivery driver? Yes, I'm from Cloudpunk. Cloudpunk? All right, here's a package. Don't open it, don't ask me about it, and don't be late. And before you ask, yes, it's supposed to smell like that. Okay, thanks. Is this real meat? What did I just say? Keine Fragen. Ich stell keine Fragen. Ich fahr nur. Come in, 14FC. How are you handling the Hava so far? Hello, this is 14FC. Yes, everything is totally fine. Relax, kid, you'll get the hang of it. What's giving you the most trouble? The traffic? Yeah, and how fast everyone drives. They all know exactly where they're going. You'll be that fast once you get your bearings. Faster even. Just remember, the highways channel an induction loop through your Hava. Right. It's pretty simple. When you're on the highways, it's like the road is moving under you. You'll get a big speed boost. Use the highways to get as close to your destination as you can, and then cut off when you're close. I can only park in the bays, right? That's right. Havas aren't meant to touch the ground. The repulsors on the parking bays keep the undercarriage a few centimeters off the ground. It's not just a technical restriction. Corpsec defines the parking around the city to maximize traffic flow. I guess that's a good thing for us. And them too. Traffic jams seize up the wheels of commerce. If Corpsec have one priority,
It's making sure business continues as usual. Okay, finde ich aber nett, dass die halt wirklich halt auch eine Erklärung dafür haben, warum sie nur in Parkstationen parken können und sowas. So, jetzt haben wir hier Zeug angesammelt. Ich weiß gar nicht, was das hier alles ist. Seine Lochkarte, sie ist voller Löcher. Sie scheint willkürlich zu sein, aber es gibt ein Muster. Die Karte selbst ist schwer und dick. Es kommt mir vor, als könnte sie eine Bombenexplosion überleben. Kaputte Augments. Diese Augments wurden entfernt. Fehlerhaft nehme ich an. An diesen hier sind Haare. Also sammeln wir jetzt hier auch noch Beweisstücke über... Keine Ahnung, was, ja. Über das, was hier alles in der Stadt falsch läuft, wahrscheinlich. Na gut. Dann geben wir mal unser nächstes Paket ab. Zu Herrn De Beer. De Beer. Wow! War gut, dass die Bullen das nicht gesehen haben. Die hat mich halt nur wieder gecheckt, so, hey, haben sie Drogen dabei? Nein, Sir. Wollen sie ein paar? Das heißt, theoretisch kann man hier die ganze Welt hier wirklich absuchen nach jede Menge Zeug. Das ist schon cool. Da hätte jemand wie ich natürlich halt auch wieder irgendwie so Lootfreude und denkt sich so, ja, ne, man könnte ja mal alles absuchen nach Zeug. Man weiß ja nie, was man finden kann. Auf nach Little China! Woohoo. Das Spiel wirkt tatsächlich sehr interessant. So storytechnisch gesehen und so. Mir gefällt auch die Voxel-Grafik, also hier alles in Blöckchen-Optik. Schon cool. Und hier in der Stadt kann ich auch überall rumlaufen, Zeug sammeln, weiß man nicht wofür, aber ich kann es sammeln. Hat vielleicht irgendwie noch einen späteren Sinn oder so, weiß ich nicht. So, da soll ich es abliefern. Dann brauche ich mal einen Parkplatz. Ist nie ein Parkplatz. Hier ist ein Parkplatz. Ups. Ich habe den Parkplatz gefunden. Ich habe ihn immer noch gefunden. Upsala. Einparken. Kann ich. Mit 5 Promille. Gut. Holt Kisch, ein Händler. Here's what I can offer you today. Wasser. Street-Style Kapuzenjacke. Mit der Kapuze sehe ich aus wie eine Gesetzlose oder eine Oma. Und Kaugummi. Pilz-Bananengeschmack, langweilig. Kaufen wir mal die Kapuzenjacke. Woohoo. Verkaufen kann ich hier auch. Dann kann ich hier mein Zeug hier loswerden, theoretisch. Bis auf meine Flöte und meine Blume. Die kaputten Augments kann ich halt loswerden. Die Plastikteile. Doch gerade nicht. Okay. Thanks. Gut. I look forward to seeing you again. So, wie ist das jetzt mit den Dingen hier? Tragen. Ah, okay. So, hier, hold cash. Kann ich damit was machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube im Moment nicht. Wenn doch, dann weiß ich nicht wie. Da hinten liegen Teile. Gucken wir mal, was da liegt. Da liegt Plastik. Auch in der Zukunft. Plastik. Überall. Ich finde das halt auch krass, dass das Spiel halt voll vertont ist. Dafür, dass es ein Indie-Titel, glaube ich, ist. Ein Butler. Mit dem rede ich gleich. Das ist hier mein Questing sozusagen. Eine weitere Lochkarte. Guten Tag. I have your delivery. Give it here.
It says I'm to deliver to Mr. DeBeer. That's my employer. Give it to me this instant. Hey, street rat, has this been tampered with? What? No! Good. Most drivers ask what's in the package. The smell makes them curious. What's in the package? Dinner. Meat. From which animal? What a strange question. Good day. Wahrscheinlich von keinem Tier. Aber gut. Fahrzeugupgrade freigeschaltet. Rote Spur. Aha. Da würde ich sagen, suchen wir jetzt hier nochmal ganz kurz so eine Werkstatt auf. Ich habe sowas hier unterwegs schon mal gesehen. Dann gucken wir uns nochmal das Upgrade-Verfahren von unserem Auto an. Von unserem Gefährt. Und dann denke ich, reicht das jetzt erstmal fürs Angedatte? Ich würde das Spiel gerne irgendwann mal let's playen. FC, are you back in Midtown yet? Look, kid, we messed up. We need you to get through a CorpSec security checkpoint. Now, you've never been scanned by CorpSec. We just paid to wipe your record, so we need them to hold a clean file on you. They won't recognize me? Not unless you've broken any other laws. Sending you a nav point now. One more thing, kid. You need to go through on foot. So don't look suspicious, or act suspicious, and don't mention Cloudpunk, or me. Okay, man soll die einfach nicht erwähnen, ja? Und nicht so verdächtig aussehen. Ja, das ist ja gut. Hallo, Tico. Wer bist denn du? Excuse me, miss. Have you seen her? Seen who? Nari. I'm sorry, I don't know who that is. Are you okay? Of course I'm not okay. I can't find her. I mean, do you have somewhere to stay? I know a shelter nearby. Why would I need a shelter? Well, your clothes are rags, and it looks like your exterior dermis is breaking down. I can see some of your endoskeleton. No, I can't go to a shelter. Nari wouldn't think to look for me there. Who is Nari? She is gone, and when she left, she took all my happiness with her. Can't you call her? She does not answer. Maybe she doesn't want to talk to you. That can't be true. Sounds like she's giving you a pretty clear message. What was the last thing she said to you? That she would love me forever. Oh, sorry. There have been a lot of accidents in the city. I'm not saying she was in one, but just, you know, it can be hard to keep in touch with people. I have to say, this city is... too fast. It moves too fast. Yeah. Do you have any leads? She had no money. She wouldn't last long here then. Maybe the Marrow? I will try there next. Well, good luck. What's your name again? Taiko, if you see Nari, tell her Taiko is looking for her. I will. Ja, wenn die mal sich nicht irgendwie was Doofes angetan hat oder so. Guten Tag, Copsec. Copsec. Hold up, lady. Let's see either your citizen license or your voluntary contribution. Hab ich nicht. I wish you people would just call them bribes. What's that? Nothing, officer. Here's my details. Okay. I just have to create a new record for you and then... hold, please. I'm getting a message in my earpiece. Yes, Agent Rio. No, sir. Her name is Rania. Cloudpunk? I don't think so, sir. Yes, sir. I'll ask her. Yes, sir. I'll tell you if I think she's lying. Ma'am, are you now or have you at any time been a part of the illicit delivery service known as Cloudpunk? Ah. Never heard of them. Hold, please. Yes, sir. She says she's never heard of them. I believe her, sir. Okay, sir, I'll let her through. And I'll... she can hear me. Hmm? Hmm? Yes. Yep. Okay, then. I'll do that. Sir, yes, sir. Okay, miss, you can go. Your details have been updated.
When I scanned your ID, our servers said you're a musician from the Eastern Peninsula. Wanna play us some music? Maybe another time. Okay. Hier gibt es nichts zu sehen. Weiter gehen. Oh Mann, oh Mann. Guten Tag. Yo, what is up, listeners? This your boy Rory Alpha giving you a shout out from Midtown, where I am with the people. Like this young lady here who is desperate to have her say on the Undernet's hottest loudcast. Could you get the microphone away from me? Oh, we have here another stuck-up young woman, too busy shopping and using makeup. I call it fake-up because it is really lies to trick men. And she doesn't even have time to talk to my listeners, the Bro Brothers. Your listeners are called the Bro Brothers? That's right. The Bro Brothers are my pack. Am I right? And your show is about? Finally giving the bros a chance to speak out, to have their say. I don't think you want me on your show, and I sure don't want to be on it either. Now let's try to talk to someone better, Bro Brothers. We gotta find the real voice of the people. We need a real man on this show. Am I right? How about that CorpSec officer? He seems to be looking at you. He seems like a real man. Alright, bros, we're gonna boost now. And don't forget to like and subscribe. Hit up that notification bell and I gotta go. Würde mich nicht wundern, wenn das dann irgendwie hier irgend so ein bekannter amerikanischer YouTuber vertont hat oder so. Okay, hier ist irgendwo ein Gegenstand, aber ich komme nicht ran. Weiß ich gar nicht, ob das Spiel hier irgendwie gekickstartet wurde oder so. Guten Tag. Your face looks familiar. Do you need some stims? Pheromone, Stimulantien, Kühlmittel, ja, nee, thanks. See you again. Wahrscheinlich, ja. So, eigentlich wollte ich eine Werkstatt aufsuchen, ne? Und eigentlich, mal gucken. Hier liegt auch irgendwo was. Da. Speicherchip. Der wurde formatiert, aber das bedeutet nur, dass ihn nun jemand anderes verwenden kann. Okay. Name Kühlmittel. Diese hätte ich jetzt beinahe gekauft. Na gut, dass ich das nicht gemacht habe. So, kehre zu deinem Fahrzeug zurück. Okay, ich gehe da mal. Wird schon, hoffe ich. Es scheint ja tatsächlich hier viele Leute in dieser Stadt zu geben. Mit vielen, vielen Geschichten zu erzählen. Wahrscheinlich halt auch viele NPCs, die man halt so nach und nach immer wieder sieht. Ups. Mein Fehler. Ich muss wirklich zu meinem Auto hin, ne? Ich kann hier nicht einfach in andere Autos einsteigen. Wäre auch zu schön. So. Wo ist jetzt hier... Your Automata custom personality is ready for instantiation. Would you like to activate Camus now? Yes, please. Camus, are you there? It's you! I missed you. How are you? Happy? Why am I? Feels strange. You've been loaded into my vehicle's automata slot. Oh. Oh. Sorry, Camus. This is all I can afford right now. I was a bad dog? No, you were the best, Camus. I am just a Hova now. Not as good. I know, I know. We'll get you a new body, I promise. It will just take a while. I have a new job.
You don't play music anymore? I like music. Me too, Camus, but we need money. We lost the house. I had to move us to Novalis. Oh no, we hate the city. We did. Maybe it's not so bad now. I'm doing deliveries. We are doing deliveries. I am helping. Yeah, we're a team, right? I will help. I feel not so good, though. I am sleepy now. It's the automata slot in the Hova car. It's pretty limited, and the hardware runs at a lower clock cycle, so you might need to take it easy for a while. Don't understand. Your higher operating functions are multi-threaded, but that's not supported with the hardware we have. That means it might take you a bit longer to figure things out, but you'll get there. I'm sleepy. Okay, rest for now, Camus. I'll bring you online soon. And Camus, I missed you too. Oh. So, Hover-Reparatur, behebe alle Schäden an deinem Fahrzeug. Ich weiß nicht, hab ich? Hier, komische rote Spur, Einheit für das Hover, University-Auspuff. Oh, not for the team, it's... We sent someone else. We need you to... Damn it. Sorry. Cool. We need you to pick up a package from Kimbria Heights. It's a residential zone. I'm sending a nav point now. Okay, on my way. Wait, 14FC? Is there a problem? No, never mind. Good luck. Okay, also unser Gefährt nimmt anscheinend auch tatsächlich Schaden von unseren ganzen Anrempelungen. Das ist ja interessant. Weiß zwar nicht, was dann passiert, wenn es dann tatsächlich mal irgendwie hart auf hart kommt. Aber nur gut. Ich würde sagen, für ein Angedaddelt reicht das jetzt. Und ich würde jetzt hier Ende Gelände machen. Und zu dem Spiel halt bei Zeiten irgendwann mal zurückkehren in Form eines vernünftigen, ausführlichen Let's Plays. Wann dieser Zeitpunkt allerdings kommt, weiß ich nicht. Aber das Spiel scheint wirklich sehr interessant zu sein. Von daher gucken wir da irgendwann mal rein. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Angedattelt.